Also ja, dann können wir jetzt mal drauf gespannt sein, wie Fogg mit dem Flusspiraten redet. Oh, sieht das wieder schön aus. Vor allem die Lichteffekte mag ich. Verstanden, Kapitän. Und der Hund hockt beim Kapitän rum. Raus. Achtung! Lasst fallen den Anker. Psst, ich höre Stimmen. Ah, was sagen wir, Männer? Wenn wir Elfen sehen, greifen wir sofort an. Diese Grashüpfer werden gar nicht wissen, wie ihnen. Nicht so voreilig, Mat Wackernagel. Wir sollten uns diesen Elfen mit Bedacht nähern. Kapitän, wenn wir schnell zuschlagen, sind sie unvorbereitet. Nehmen wir uns die Elfenschätze. Kehrt um, wenn ihr nicht bereit seid, eure Gier zu vergessen. Willkommen ist in diesen Wäldern nur, wer Einklang sucht. Zu eurem Unglück suchen wir was anderes. Ergreift sie! Haltet euch aus unseren Belangen heraus, Menschen! Alle zurück zum Chef. Ich werde entscheiden, was zu tun ist. Sanya Ba, ich grüße dich. Mein Name lautet Isaliel Schwingenschlag. Welch dringlicher Begehr ist es, der zwei Zwerge und einen Menschen in diese Wälder führt? Also die Vorstellung gerade eben von ihr war schon mal beeindruckend. Und ich finde es auch gut vom Spiel, dass sich das Spiel so anpasst, weil zwei Zwerge, also ich und Forgrim und einen Menschen, Quano. Also das Spiel denkt, die Entwickler haben sich schon was beim Programmieren gedacht in der Hinsicht. Was die Texte angeht. Ich grüße, ich bin Bueno hier. Das sind Quano, Forgrim und Fyris. Wir suchen Heilung für unseren Freund Ardu. Wir werden helfen, wenn wir können. Doch wie euer Freund dringen auch wir mit einer dunklen Bedrohung, die unsere Kräfte beansprucht. Das klingt jetzt weniger hoffnungsvoll. Gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen können, oder? Unsere Warnung vor den Piraten kommt wohl zu spät, das allerdings. Sie kamen nicht unerwartet. Aber wir können ihre Wut nicht besänftigen ohne das Friedenslied. Jeder Ton wird zum Missklang bei all dem Schrecken. Ja. Dann liegt es wahrscheinlich wieder an uns, dass wir uns was überlegen. Wahrscheinlich läuft das darauf hinaus, dass wir die Piraten mit Gewalt vertreiben müssen. Aber jetzt erst einmal schaltet sich unsere Menschenkenntnis ein. Eine andere Bedrohung scheint dich zu belasten. Licht wird durch Sein ersetzt und Schatten regen sich. Was sein wird, geschieht. Ah, toll. Das mag ich an den Elfen allgemein nicht. Sie sprechen in Rätseln. Licht wird durch Sein ersetzt und Schatten regen sich. Wie kann man Licht durch Sein ersetzen? Wie auch immer. Ja, eigentlich verstehe ich es nicht, aber nun, was die Piraten angeht, könnten wir euch zumindest Handelt helfen. Mit Bedacht. Ich schicke eine Fee, um nach eurem Freund zu sehen. Wir werden uns beim Sai Daba, dem großen Baum, wieder begegnen. Was auch immer eine Fee ist, ich kenne die elfischen Fremdwörter nicht. Ich kenne eigentlich nicht mal die zwergischen richtig gut. Nur ein paar, aber sei es drum. Aber wenn sie sich um Ardu kümmern, dann soll es mir recht sein. Ich danke in Ardus Namen, auf bald. Ich habe gespürt, dass auf Isaliel eine schwere Sorge lastet. Gerne will ich der Sippe helfen, sich der Piraten zu erwehren. Ja, Fyris ist ja eine Halbelfe, also ist es klar, dass sie helfen will. Und das können wir ja respektieren. Ja, die Piraten. Ich sag euch, die arbeiten zusammen mit diesen Kaltenstein und sind überhaupt schuld an allem. Aber heute kommt die Abrechnung. Und zwar in Gestalt meiner Axt. Vorher können wir natürlich gleich wieder losgehen und alles zusammenschlagen.
Oh, wahrscheinlich wird es darauf auch hinauslaufen. So wie diese Piraten sind. Immer langsam, Kurzer. Wir kennen doch die Zusammenhänge gar nicht und wissen nicht einmal, was sie hier wollen. Plündern, rauben, morden, brandschatzen. Was machen Piraten? Entführen? Kuano, also das finde ich jetzt etwas naiv von Kuano, was er da jetzt von sich gegeben hat. Langsam? Während Arno stirbt? Die Zusammenhänge, die werde ich schon aus denen rausprügeln. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Vorgrim alles aus ihnen rausprügelt, bevor er sie umbringt. Mit deiner Hau-drauf-Methode werden wir nie herausfinden, was die Piraten mit Mora gemacht haben. Du Trampel bleibst besser hier bei Ardo, während ich mich der Angelegenheit annehme. Jungs, ihr vergesst, ich bin der Anführer. Also hört auf zu streiten. Was erdreistest du, Schurke, dich mir zu sagen, was ich zu tun habe? Es war doch nicht meine Idee, die Baumkuschler zu rufen. Empfange du sie doch, während ich... Jetzt ist es auch auf einmal gegen die Baumkuschler. Gerade eben wollte, war es ihm noch recht, dass wir für Ardo Hilfe suchen. Ja, jetzt können wir uns endlich einmischen. Lasst doch das streiten, Gefährten. Ihr habt doch zugestimmt, dass ich nun die Leitung unserer Mission übernehme. Dass ich nun die Leitung unserer Mission übernehme. Wenn das schon so kursiv geschrieben ist, sollte ich es betonen. Dann Schluss mit dem Geschwätz. Lass Taten sprechen. Wo ist der Schleifstein? Davon habe ich dir 12 ins Inventar gestopft. Ihr solltet wissen, dass die Elfen Blutvergießen ebenso wenig gutheißen werden wie ich. Lasst uns stattdessen eine friedliche Verhandlung anregen, in der beide Seiten ihren Willen bekommen. Ganz ehrlich, ich als Giode bin auch eher für eine Verhandlung, auch wenn ich bezweifle, dass die Piraten sich auf Verhandlungen einlassen werden. Die werden uns wahrscheinlich gleich angreifen, wenn sie uns sehen. Aber ich als Giode würde Blutvergießen vermeiden, um nicht noch mehr die Erdenmutter zu verschmutzen. Ich sage immer Erdenmutter, die Urmutter. Warum den Piraten unverdient helfen, wenn wir ihre Ziele geschickt für unsere Zwecke verwenden können? Fex wird einem Manöver der gewinnbringenden Täuschung gewogen sein. Denkt Kuano jetzt nur wieder an sich selber und Profit, so wie das klingt, gewinnbringend? Lassen wir ihn mal aussprechen. Okay, wir können jetzt alle dreimal fragen. Vorgrim, du willst wirklich kämpfen? Bei Angrosch, hör endlich auf zu reden. Diese Flusspiraten werden gegen uns nicht bestehen. Sind doch alle schwächliche Memmen. Ja, recht ist so, Vorgrim. Aber... fragen wir die anderen beiden auch mal. Kuano, welche List brütest du aus? Wir bieten den Piraten unsere Hilfe an und erfahren dabei dieses und jenes. Nachdem wir sie gegeneinander ausgespielt haben, werden sie verschwinden. Und der Dank der Elfen ist uns gewiss. Solche Finden mag ich im Allgemeinen nicht. Also hier dem einen hinter dem Rücken zu verziehen, dass der andere gesagt hat, dass er stinkt. Mal als einfaches Beispiel. Sowas habe ich noch nie gemocht. Und was meinte Feiris mit Verhandeln? Die Piraten sind nicht auf Ärger aus, sondern auf Beute. Elfen ist materieller Besitz nicht wichtig. Daher können wir bestimmt vermitteln. Ah, das stimmt allerdings. Elfen wollen nur Einklang und Frieden und dass die Natur geschützt ist. Verhandeln wäre vielleicht die beste Alternative in dem Fall. Auch wenn ich immer noch bezweifle, dass die Piraten mit sich verhandeln lassen. Also gehen wir. So, jetzt kommt der Fall, den ich schon mal angesprochen habe. Jetzt wählen wir unsere Gruppenmitglieder aus. Da wir nur die drei hier haben, ist es ja einfach. Wie kann ich dir helfen? Also, komm bitte mit mir, Feiris, in die Gruppe aufnehmen. Was ist? Kommst du mit, Vorgrim? Vorgrim in die Gruppe aufnehmen. Und zu guter Letzt? Ja, bitte? Begleite mich doch, Kuano. Kuano in die Gruppe aufnehmen. So, jetzt ist unsere Gruppe vollzählig, jetzt können wir von Bord gehen. Warum auch immer hier auf einmal ein Haufen Material rumliegt, das finde ich ja fast schon ein bisschen unnötig. Ardo liegt immer noch da, den müssen sie erst abholen. Hier ist eine alte Kiste, die wir so öffnen können.
Und eine schäbige Kiste, die wir einschlagen können. So. Nehmen wir mal die ganze Gruppe und dann gucken wir mal. Also, hier an der Stelle standen die Piraten und aus der Richtung kamen die Elfen. Also, alle Mimosen sollten es jetzt sagen, wenn sie zu feige sind, diesen Piraten mit gezogenen Waffen gegenüberzutreten. Wir sind uns doch jetzt einig, Dass du dir mit deiner Axt einig bist, ist klar. Sie unter einem Vorwand auszuhorchen und dann Unfrieden zu stiften, ist zweifelsohne die elegantere Lösung. Unter Eleganz verstehe ich etwas anderes als du, Kuano. Ich ziehe die friedliche Verhandlung einem falschen Spiel vor. Okay, die drei haben jetzt nochmal ihren Standpunkt vertreten. Aber die Aussage von Kuano fand ich gar nicht gerade gut. Volkrim ist sich mit seiner Axt einig. Wie ich mir gerade nur vorstelle, dass Volkrim ganz heimlich mit seiner Axt redet. Naja, wie dem auch sei. Gucken wir mal, dass wir Sumpf ranzen. Naja, wir sind hier auch in so einer Art Sumpf. Ich denke mal, wir erkunden erstmal ein bisschen das Umfeld, bevor wir zu den Piraten gehen. Weil ich will nicht irgendwo in einen Hinterhalt oder so geraten. Okay, diese Sumpfpflanzen scheinen doch was drauf zu haben. Warum zur Hölle kann ich nicht zaubern? Ja? Weil es kann zaubern, ich kann es nicht. Was zur Hölle? Ja, das verwirrt mich jetzt etwas, warum ich zaubern kann. Fyris sollte gleich mal Kuano heilen. Was ist das denn? Magie, die diese Lebewesen in eine andere Form zwingt? Doch wer würde so etwas tun? So. Was hat Fyris gerade. Achso. Das eine war keine Sumpfranze, das war eine Trollkröte. Aber das hier sind alles Sumpfranzen. Hier sind ein paar Ruinen. Bin ich jetzt irgendwie mir schicke, dass ich nicht mehr zaubern kann? Ich hab doch nichts. Okay, ich habe einen Tellerhelm auf. Mit einem Tellerhelm kann ich nicht zaubern. Dann kriege ich doch lieber erstmal wieder die Google auf den Kopf. Wenn ich Kuano den Tellerhelm gebe, sieht er kopal bescheuert aus. Lassen wir das mal mit den Helmen. Ei? Was kann Fyris aus den Sumpfranzen noch rausholen? Zähne. Auf. Oh, Froschschenkel, lecker. Gucken wir uns mal weiter um. Ein Stück in die Richtung gehe ich noch. So eine Riesenkrabbe dürfte ein ernstzunehmender Gegner sein. Ja. Deswegen sollte ich ihn gleich mal ordentlich. Ja. Ordentlich ein paar verpassen. Und Kuano mal zurückziehen. Was? Fyris, Kuano und zwar schnell.